Hallo Leute, willkommen bei Farmers Dynasty. Dies ist Teil 25. Schaut doch mal, wie viel besser dieses Schlafzimmer hier aussieht mit den neuen Wänden. Obwohl sie grau sind, was ich nicht so schön finde, aber ich finde es eine ganz erhebliche Verbesserung. Ja, und ich sollte vielleicht auch bald neue Möbel kaufen. Denn wenn ich eine Frau finden will, sollte wenigstens das Schlafzimmer und die Küche in einigermaßen gutem Zustand sein. So, ich denke mal, es muss vielleicht nicht alles perfekt sein, aber diese beiden Zimmer finde ich schon sehr wichtig. So. So. Dann schauen wir mal. Auf den Kühen. Ah, und ihr habt mir auch verraten, was mit dem Kühle gemeint ist. Das ist kein Tippfehler. Das ist Absicht. Das sind die Kühle. Schwäbisch für Kühlein oder Küchen. Also kleine, nette Kühe. Die Kühle. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Aber ja, es hat nicht so richtig geschnallt bei mir. So. Und hier auch die Kühle. So. Sehr schön, wie man da immer am Hintern steht. Aber so ist das halt mit der Kuhhaltung. Gut, ich lasse euch hier die Tür weiterhin offen, wenn ihr schon nicht raus könnt, dass ihr wenigstens frische Luft habt. Und die Hühner. So, wie üblich. Na. Huch. So. Ich schau mal, ob ich ohne Eier kochen und Eier verkaufen heute auskomme mit dem Geld. Denn es macht ja auch durchaus Sinn, da ein bisschen was anzusammeln. Erstens mal lohnt es sich dann mehr zum Verkaufen zu gehen. Und ich guck mal nach dem Datum. 16. August. Ihr habt mir verraten, dass im September ein Farmermarkt ist. Und da würde man sehr viel bessere Preise kriegen. Und ja, ich denke mal, das ist vor allem interessant für die Gemüseernte, die ja auch bald ansteht. So. Hoffe ich mal, dass die bald ansteht. Das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Das dauert, glaube ich, 3 bis 4 Wochen. So. Aber ich glaube, ich muss mich um das Gewächshaus kümmern. Nee, nicht hier wollte ich gucken, sondern da. Die Feuchtigkeit ist nämlich niedrig. Da muss ich ganz dringend hin. Gut, da flitzen wir jetzt mal schnell hin. Und dann ist die Morgenrunde auch fast schon durch. Na, bei den Gänsen sollte ich noch mal vorbeischauen. So. Das sieht hier ja schon etwas besser aus. Da, das dürften Zucchini oder Kürbisse sein. Zumindest haben die solche Blüten. Jetzt wird erstmal ordentlich gewässert. So. So. Und da, mal gucken, ob es von selber, ja, das scheint von selber bis ins Blaue zu gehen. Gut. Ja, und ich meine, wenn die blühen, dann dauert es natürlich noch ein bisschen bis zu den Früchten. Aber das ist schon mal sehr gut. Hier. Ah, Gurkenpflanzen. Ja, da hängen sogar schon Gurken dran. Ey, guck mal. Ist das cool. Ja, so sieht das auch in echt aus.
Wir haben die mal im Freiland gezüchtet. Unglaubliche Mengen hatten wir da von den Gurken. Konnten wir gar nicht essen, so viel. Und hier, da wachsen schon Melonen. Schaut euch doch das mal an. Aber sie sind noch ein bisschen klein. So. Na, dann gucken wir mal weiter, was die Tomaten und so machen. Ich habe auch gehört, dass die Tomaten anscheinend am lukrativsten sind. Ich habe ja hier jetzt jede Menge verschiedene Sorten und das werde ich dann einfach ausprobieren, werde ich gucken, wie viel ich im Schnitt pro Pflanzstelle ernte und wie viel das dann am Preis gibt. So. Ja. Hier auch schöne Blüten. Also das wird bald was, glaube ich. Ah ja, und hier die Tomaten. Die haben schon Früchte angesetzt. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Okay. Und ich möchte ja gerne noch ein zusätzliches Gewächshaus oder mehrere kaufen. Die sind dann zwar woanders, aber damit kann man dann richtig gut Geld verdienen. Ja, und dafür muss diese Ernte hier ordentlich was einbringen. So, jetzt, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte noch zu den Gänsen. So, ah, da gibt es auch wieder Eier, das ist gut. Muss ich immer so auf die Pelle rücken, damit ich die Eier hier einsammeln kann. So. Ah, die da hinten hat auch welche. Eins. Wenn man denen die Eier lässt, ob die dann Tiere ausbrüten? Das wäre doch toll. Naja, aber ich denke, erstmal sind die Eier das Interessanteste. Was haben wir denn hier für komische Unebenheiten? Sachen gibt's. Ihr hattet mir auch gesagt, jetzt gucken wir mal, dass es hier nicht nur eine Motorsense gäbe, sondern auch eine Kettensäge. Zumindest hatte ich das so verstanden. Vielleicht da oben versteckt. Ich diese Fässer tragen kann? Ah nee, dann hattet ihr mir gesagt, ich könnte ein Gerüst hier aufstellen. In der Scheune. Ja. Sorry, ihr Gänse. Das kommt gleich wieder weg, das Gerüst. So, nee, ich will jetzt nicht nageln, ich will hier jetzt auf Schatzsuche gehen. Oh, und hier, die könnten wir auch mal runterwerfen und für die Kühe. Oder die lassen wir hier in Reserve. So, und hier ist eine Schatztruhe. Oh, drei Fisch in Aromaöl. Die stecke ich mal ein. Ja. Und das Gute ist zu wissen, wenn wir irgendwie zu viel im Inventar haben, dann können wir da mal was reinpacken. Das ist doch gut. Aber da war jetzt keine Kettensäge drin. So. Denn mit der Kettensäge könnte ich diese vertrockneten Büsche wegmachen. Gut. Die Motorsense habe ich ja schon gefunden und nutze sie auch schon. Ich gucke noch mal hier. Leere Fässer. Da oben ist nichts. Ja, das habe ich mir gedacht, da kommt man in diesen Raum. Ich gucke mal, ob vielleicht oben was versteckt ist, aber da ist irgendwie auch nichts. So. Vielleicht muss ich woanders gucken. So, den Schuppen habe ich jetzt eigentlich ziemlich durchsucht.
Ich meine, wenn ich dieser Spielemacher wäre, dann hätte ich die Kettensäge auch woanders versteckt und nicht am gleichen Platz wie die Motorsense. So. Gehen wir mal hier durch die Garage durch. Ah, hier kommt dann irgendwann, wenn man da oben Getreide lagert, kann man das hier vielleicht rauslassen. Ja. Da ist der Pflug. Und der Tank und so. Irgendwann müssen wir auch mal Benzin nachkaufen. Hier ist der Aufstieg. Lauter Kisten. Volle Fässer. So. Und hier, das ist, glaube ich, der Grubber. So. Ja. Nun ja, vielleicht habe ich Pech und muss mir die Kettensäge doch kaufen. Ich denke mal, das wäre aber schon eine sinnvolle Investition. Hier sehe ich auch keine Kettensäge. Okay. So. Ups, ups, ups. Machen wir hier wieder zu. Und wir könnten noch mal im Stall gucken. Da habe ich ja jetzt nicht darauf geachtet. Und hier dieses Räumchen. Ich guck mal, ob das ein getrenntes Räumchen ist. Nee. Das ist nur ein Nebeneingang. So. Ja. Keine Kettensäge. Kettensägen würde ich jetzt nicht unbedingt im Kuhstall aufbewahren. Aber man weiß ja nie. So, ich gehe mal da hoch. Und dann ist das Thema, glaube ich, auch erstmal durch. Nee, das sieht auch nicht nach Kettensäge aus. Gut. Ups, ups, ups. Okay, dann würde ich sagen, machen wir unseren täglichen Rundgang zur Janette. Und jo, machen ein paar Komplimente und vielleicht dann der Rosenstrauß. Na, wissen wir jetzt nicht, was das gekostet hat, aber der ist billiger gewesen als die Pralinen. Und man soll das ja irgendwie aufeinander aufbauend machen. Und dann gehe ich vielleicht doch zu dem John, heißt der, glaube ich. Und guck mal, ich habe jetzt hier 6.000, wie viel die Kettensäge kostet. Und ich esse mal so ein Ei und kaufe auch noch Bratwürste nach. Denn vielleicht treffen wir den Hund ja wieder. So. Was man hier alles zu tun hat. Den Hof machen und den Hof machen. Also den Bauernhof und außerdem der Dame den Hof machen. So. Aber mit einmal am Tag ein Kompliment und was schenken, ist es eigentlich ein erträglicher Zeitaufwand. So, hallo meine Liebe, hier bin ich mal wieder. Hi. Schön, dich zu sehen. So, jetzt wird erstmal Kompliment gemacht. Du bist so wunderschön. Ich wünschte, ich träumte heute Nacht von dir.
So schön, das zu hören. Danke. So, sie scheint mich lieb zu gewinnen. Ich dachte, das hatten wir schon. Gut, sie ist immer noch grün. Guten Tag. Guten Morgen, mein Freund. So, und jetzt wird was geschenkt. Hier, das habe ich für dich gekauft. Jetzt kriegt sie hier die... Ah, sie hat unsere Blumen aufgehoben. Das ist gut. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Okay. Ah, jetzt hat sie den Mund schon offen. Lasst uns reden. Hallo, komm näher. Komm näher, ist auch gut. Dann, ich frag mal, ob ich ihr behilflich sein kann. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Dann sage ich nochmal viel Glück. Viel Glück. Wir sehen uns. Okay. Ja, da sind da Herzchen drin in den Augen. Gut, ich denke mal, wir machen Fortschritte. Okay. Und dann flitzen wir doch einfach gerade nochmal zu dem Hund. Ich hoffe, der ist noch da, wo wir ihn das letzte Mal gelassen haben. Oh, was ist denn da? Wo sind wir hier überhaupt? Irgendwo laufe ich woanders lang als sonst. Aber das sieht hier interessant aus. So Stonehenge-artig. Ja, ein Treffplatz des Wild, vom Wild. Ja, hier ist schon ein Steinkreis und ein Pilz. Nicht zum Essen, zum Ernten? Nee, anscheinend nicht. Steinkreis ist natürlich cool. Da ist auch einer. Nun gut. Jetzt gucke ich mal, wo ich hier überhaupt bin. Ja, im Prinzip schon auf dem besten Weg zu dem Oliver, heißt er. Glaube ich. Und da will ich ja hin. Also ich bin hier lang gegangen. Das ist also eigentlich genau richtig. Jetzt muss ich hier nur wieder zum Weg kommen. Und dann mal gucken, dass ich in die richtige Richtung gehe. So. Mit Ausblick. Ja. Tja, dann stelle ich mich jetzt mal in die Richtung und gucke, ob das die richtige ist. Nein, das ist die falsche Richtung. Also muss ich einfach so lang laufen. Gut, machen wir das. Schöne Bäume. So, und dann hoffen wir, dass der Hund da noch ist. Ja, und auf dem Rückweg gehen wir dann vielleicht noch kurz bei dem Händler vorbei, kaufen Bratwürste und vielleicht eine Motorsäge. Denn diese trockenen Büsche auf dem Hof, die finde ich schon ein bisschen störend. So. Da sitzt da der Hund. Ja. Na, Wurst geben. Jawohl. Er scheint mich lieb zu gewinnen. Oh, er hat jetzt auch schon Herzchen in den Augen. Jetzt laufen wir ihm hinterher, damit wir wissen, wo wir ihn morgen finden. Wo
Und für unsere Katze sollten wir vielleicht mal wieder Fische fangen. Damit sie uns weiterhin lieb hat. Ja, wo gehst denn du lang? Na, das kann jetzt dauern. Hallöchen. Ja, ich bin hier nur in Sachen Hund unterwegs. Ja. Noch ein bisschen hin und her. Ja, hier haben sie auch eine Hundehütte. Aber ich ahne schon, du willst auf Dauer zu mir. Ganz bestimmt. Darum bringe ich dir auch immer eine Wurst. Also ab und zu mal. So. Tja. Ich bin auch gespannt, ob wir zuerst den Hund für uns gewinnen, also dass der bei uns bleibt, oder ob wir zuerst die Jeanette heiraten können. Es ist ja doch ein bisschen ähnlich. Da muss man ja möglichst jeden Tag eine bestimmte Handlung machen. Vielleicht sollte ich auch schon mal einen Ring kaufen. Den kann man aber erst geben, wenn sie Herzchen hat. Also wenn sie rot ist vor lauter Smiley und uns mögen. Jetzt latschen wir hier durch Sonnenblumenfeld. Na, er findet bestimmt bald einen Platz, wo er sich niederlässt. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich mal eine Woche schlafe. Aber wo ich jetzt hier gerade Beziehungen aufbaue zu Jeanette und Hund, ist es vielleicht gar nicht so schlau. Vielleicht warte ich erst mal ab, bis die beide bei mir eingezogen sind. Und dann wird mal eine Woche geschlafen. Aha, jetzt geht's da lang. Noch ein Pilz. Mal gucken, ob ich den wenigstens mal ernten kann. Komisch. Ich konnte schon mal Pilze ernten. Und wo geht's jetzt hin? Na? Bleibst du etwa hier? Wie soll ich mir denn das merken, wo wir hier sind? Mal gucken. Na, ich kann mir das markieren. So. Und ich guck's mir an. So. Ja, das ist hier der halbe Weg zum Landhandel, zum Agrarfachgeschäft. Ist ein schöner Platz. Hier willst du bleiben? Ach nee. Doch nicht.
Gehst du noch irgendwo hin? Na, ich nehme mal an, dass er jetzt etwa hier bleibt. Gut, dann gehen wir mal nach Hause. Oder ich gehe gleich zum Baumarkt. Nee, ich wollte hier zum Einkaufen gehen. Und dann gehen wir zum Baumarkt. Na komm. Jetzt. Jawohl. So. Hallöchen, mein Lieber. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? So. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Also. Gucken, was kosten denn die Ringe? Silberner Ring, 168. Goldener Ring. Ich denke mal, wenn, sollte es ein goldener Ring sein. Aber ich schätze mal, wir sind noch nicht so weit. Oh, Parfümflakon, 247. Ja, das wäre wohl die nächste Stufe nach den Pralinen. Kaufen wir mal den. Und ich kaufe auch schon mal den goldenen Ring. Damit ich bereit bin. So. Und reichlich Würste. Das ist lustig für die Frau, kaufbar. Pralinen und Ringe und Parfüm und für den Hund Würste. So, und eine Kettensäge. Oh, wow, wow. Das reißt natürlich schon ein ordentliches Loch ins Budget. Aber ich denke mal, das muss sein. Und ich habe ja wirklich alles abgesucht nach einer Kettensäge und keine gefunden. Und wenn ich doch noch eine finde, dann kann ich sie ihm ja auch wieder für 400 Euro zurückverkaufen. Okay. Jo, hast du ein gutes Geschäft mit mir gemacht. Ciao, ciao. Gehen wir jetzt mal ein paar von diesen ollen Büschen wegsägen. Und dann widme ich mich der nächsten Stufe meiner Baustelle. So, oh, hier muss ich auch mal mit der Motorsense vorbei. Ja, bis das einigermaßen ansehnlich ist, das wird dauern. So, nee, das muss ich anders machen. So. Kettensäge benutzen. Jawohl. Uiuiuiui. Ja, hat geklappt. Gut. So. Zack. Das ist gut. So. Und ein Berserker. Ich bin da auch. Irgendwie wegkriege. Nein. Die schöne Birke soll bleiben. Nur das dürre Zeug soll weg. So, jetzt habe ich schon ziemlich viele erwischt. Das geht ja schnell. Zack, zack. So. Da noch was? Nein. Aber noch ziemlich viel mit der Motorsense zu machen. So. Ja, das hätte fast gereicht, wenn ich mir die ausgeliehen hätte. So schnell, wie das alles erledigt ist. Ja, aber braucht man bestimmt immer mal wieder. So. Da ist noch einer. Zack. Zack.
das ist hier eigentlich ein schöner Bewuchs. Aber diese da, die habe ich auf dem Kieker. Da muss ich auch mal mit der Motorsäge vorbei. Mit der Motorsense, so. Ja, habe ich sie echt schon alle? Sieht so aus. Gut. Wunderbar. Okay, jetzt gucken wir mal, was bautechnisch als nächstes getan werden muss. Ich denke mal, das Dach ist nötig. Ah, und ich wollte noch roten Betonputz kaufen. Gut, also Dach, roten Betonputz. Wahrscheinlich werde ich auch noch rote Ziegel brauchen, wenn ich mal beim Schornstein angekommen bin. Ja. Und wahrscheinlich bin ich dann auch bald pleite. So, jetzt holen wir hier noch die Sachen. In der nächsten Folge wird dann wieder ein bisschen die Wohnung verschönern, also das Haus verschönern. Na, komm, hier, jawohl. So, was haben wir hier noch stehen? Das ist blauer Betonputz, Feinputz. Ah ja, vom Feinputz haben wir... Ah, vielleicht kann ich die mal beide nehmen und dann wieder hinlegen. Nee, geht nicht. Weil ich habe hier 2 Stück, da habe ich 4 Stück. Die nehmen ja auch Platz weg. So. Also Dach brauche ich und roten Betonputz. So. Jawohl. Und Dach. Da kaufen wir jetzt erstmal eine Fuhre und schauen mal, wie das dann aussieht. Oh, und ich wollte mal ins Möbelhaus. Das Schlafzimmer. Auch ziemlich teuer. Das ist sogar das teuerste. Aber Schlafzimmer muss sein. Na, da bin ich mal gespannt, wie das Schlafzimmer ist. Dann nehme ich jetzt erstmal den roten Betonputz mit. Jawohl. Und dann fahren wir nach Hause. Und dann kümmere ich mich erstmal um den roten Betonputz. Jo. Na, und dann muss ich auch Holz kaufen. Für den Zaun, für die Türen. Gut, das nimmt und nimmt kein Ende, aber ich finde, wir kommen eigentlich schon ganz gut voran. Ja, ich würde sagen, das weitere Renovieren, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.